Ich bin der Peter von EasyGoing und heute zeige ich euch, wie man unseren flexiblen Ausbausport mit 4 Bauteilen im PSA-Van befestigt. Als erstes benutzen wir unsere Verzurhülsen, die aus einem Hammerkopf und 2 Beilockscheiben bestehen. Die werden von unten in die seitlichen Profile eingesteckt und dann verdreht. Dadurch verdreht sich der Hammerkopf in der Nut und befestigt sie. Dazu nehmen wir einen 13er Gabelschlüssel, den wir später auch brauchen. Das Ganze wird nur handfest angezogen. Für die hintere Verzurrung benötigen wir ein Dreieck. Das heißt, die 2 hinteren Ösen und die Öse am Boden im Fahrzeug bilden ein Dreieck. Dadurch ist es nach vorne und hinten verzurrt. Die 2 Ösen hinten werden von hinten gesehen, vom Modul, wo die Auszüge sind. Einmal 35 cm und einmal 70 cm montiert. An der Vorderseite brauchen wir noch eine Verzurröse, die auf 13 cm gesetzt wird. Das Modul ist soweit vorbereitet. Jetzt müssen wir noch 2 Verzurrösen in den Fahrzeug-Originalbodenschienen setzen. Die brauchen wir aber nur beim kurzen Radstand. Der lange Radstand hat originale Verzurpunkte, dort wo wir sie genau brauchen. Das Prinzip dazu funktioniert ganz gleich wie bei den Verzurrösen im Modul. Es ist ein Hammerkopf, der sich in der Nut quer dreht. Die setzen wir einfach ein und verdrehen es. Wir müssen die 2 Verzurpunkte genau bei der Sicke der beiden Fahrzeugteile anbringen und dann mit dem Schraubenschlüssel festdrehen, dass sie quer steht, weil sonst steht das Modul auf der Verzurröse. Damit wir das Modul nachher einfach einbauen können, fädeln wir gleich die Verzurgurte ein. Jetzt ist der Ausbausport soweit vorbereitet, dass man ins Auto heben kann. Jetzt steht der Ausbausport im Fahrzeug und jetzt müsst ihr nur darauf achten, dass er hinten bündig zur Abstoßleiste steht und links und rechts im Fahrzeug zentriert ist. Als erstes machen wir die Dreiecksverzurrung im hinteren Bereich. Dazu benutzen wir den zuvor eingefädelten Verzurgurt. Als nächstes befestigen wir das Modul an der Vorderseite mit einem Wandenspanner, um das Verrutschen nach vorne zu verhindern. Die Splint und die Bolzen kehren auf beide Seiten entfernt. Jetzt nehmen wir die Wandenspanner und befestigen sie an den Verzurrösen. Dazu führen wir die Bolzen durch die Wandenspanner durch und kontern sie mit Splint. Auf der anderen Seite das gleiche. Und wir ziehen den mittleren Teil des Wandenspanners fest und dann nehmen wir die 2 Muttern und kontern den ganzen Wandenspanner. Und zum Schluss ziehen wir das noch mit einem 13er Schlüssel fest. Die Wandenspanner und Verzurgurte müssen auf beiden Seiten befestigt werden. Somit ist der Ausbausport im Fahrzeug sicher verzurrt und gilt als Ladungssicherung, muss nicht zugelassen werden und kann rückstandslos aus dem Fahrzeug wieder entfernt werden. Zu guter Letzt wird unser Ausbausport noch mit mitgelieferten Euroboxen bestückt. Die Matratze wird in 3 Einzelteile geliefert und wird mit Reißverschlüsse verbunden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wissen wollt, wir haben ganze Playlists zu dem Produkt. Wenn ihr noch mehr über unsere Firma wissen wollt, schaut auf unserem Kanal vorbei, lasst vielleicht einen Kommentar da, liked das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!